Topspiel in Düsseldorf. Am 43. Spieltag treffen sich im ISS-Dom der Tabellendritte aus der NRW-Landeshauptstadt und der vierte, die Augsburger Panther. 5 Heimspiele in Folge haben die Jungs von Trainer Harald Kreis jetzt in Folge verloren und starten rein in dieses Match wie die Feuerwehr. Augsburg hinter dem eigenen Tor unter Druck gesetzt. Lamp mit der Scheibe, verfolgt von Olimp. Der hat sie plötzlich, spielt den Pass auf Ridderwald, der geht in die Mitte. John Henrian, 1:0. 30 Sekunden sind in der Partie gespielt. Das ist Willen, das ist Durchsetzungskraft. Die Jungs in Rot wollten diesen Start. Keine Chance für Olivier Roy zwischen den Pfosten. Und nur Sekunden später diese Szene. Scheibe drin gehalten in der Zone der Augsburger Panther. Möglichkeit zum Schuss vor dem gegnerischen Tor. Da kommt der Rebound und Bujas mit dem Treffer. Jetzt sehen wir noch mal die Vorarbeit von Gorgula. Dann der Schuss von der blauen Linie. Und Patrick Bujas mit dem Treffer, seinem 6. in dieser Saison. Auf der anderen Seite dann die Panther. Auch noch mit einer schnellen Reaktion. 5 Minuten 22 gespielt. Matt White bekommt hier die Möglichkeit abzuziehen und lässt Frederik Patterson-Wenzel im Tor der DG keine Chance. Noch immer das erste Drittel, die Schlussphase. Augsburg wieder in der eigenen Zone. Die DG kombiniert und jubelt. Jaden DeShano. Mustergültig in Szene gesetzt von Ryan McKiernan. Den darf man da einfach so nicht zum Abschluss kommen lassen. Mark Stewart, der Trainer der Augsburger Panther, nicht begeistert, obwohl seine Mannschaft sich gesteigert hat. Im zweiten Drittel wollten sie sich steigern und hatten Möglichkeiten, wie hier durch White vor dem gegnerischen Tor. Aber die Scheibe findet nicht den Weg zwischen die Pfosten. Düsseldorf ist zwar auch hier, weil man unglaublich gut in der eigenen Defensive steht, oftmals die bessere Mannschaft, aber die zwei besten Gelegenheiten hat eben der AEV. Wie auch hier nach diesem, ja doch, man muss es sagen, Patzer von Frederik Patterson-Wenzel. Der schaut einfach nur auf die Scheibe, aber nicht darauf, dass Fraser kommt und die Scheibe fast ins Tor lenkt. Das sind die Verletzten. Alex Barter nicht mit dabei. Jerome Flacke und ein Neuzugang. Das ist Niklas Torp, gestern verpflichtet, heute noch nicht im Einsatz für seine DEG. Das letzte Drittel. Und da drückt Augsburg, kämpft, hat mit TJ Trevelyan diese Gelegenheit. Und wir sehen, der Pfosten rettet für die DEG. Wir sind in der 49. Spielminute. Erneut Düsseldorf, druckvoll. Laub mit diesem Pass auf den völlig freien Patrick Bujas. Der macht seinen 7. Saisontreffer und jubelt. Es ist die Vorentscheidung in dieser Partie. Dieser Pass in den freien Raum, genial. Die vierte Reihe wieder effektiv für die DEG. Und die halbe Miete auf dem Weg zu 3 Punkten im heimischen ISS-Dom. Aber Augsburg gibt sich nicht auf. Die 55. Minute. Das Tor ist leer. Olivier Roy ist runter. Dann zieht Lamp aufs gegnerische Tor. Und die Scheibe ist drin. An Frederik Patterson-Wenzel geht der Puck vorbei. Die Frage ist nur, warum? Weil der Schuss gut war und abgefälscht wird von Marco Noack, dem Verteidiger der DEG. Die letzten Sekunden, eigentlich waren alle eingerichtet auf einen 4-2-Endstand. Aber man darf einen nie außer Acht lassen. Matt White mit diesem Hammer unter die Latte. Keine Chance für Frederik Patterson-Wenzel. Ein toller Schuss, nur zum Ausgleich sollte es an diesem Eishockeyabend für die Augsburger Panther nicht mehr reichen. Ich denke, unser Start war heute einfach, wir waren am Anfang, Düsseldorf hat es stark gespielt, der Start war einfach, den haben wir ein bisschen verkackt und ja, dann haben wir uns versucht, hart ins Spiel zurückzuarbeiten und ich denke, das haben wir auch ganz gut geschafft, aber es ist halt, ja, Düsseldorf hat es natürlich auch sehr clever gespielt. Ja, wir haben ja noch konstant gut gespielt, wir sind super aus der Kabine gestartet im ersten Drittel.
und haben es dann aber konstant weiter im zweiten und im dritten Drittel so weitergespielt. Und ja, dann sieht man, dass wir wieder oben mitspielen können und diese drei Punkte verdient mitgenommen haben. So ist es. Düsseldorf holt sich verdient diese drei Heimpunkte gegen die Panther, die gekämpft haben, die geackert haben. Am Ende aber reicht es nicht aus, um gegen die DEG den ersten Erfolg in dieser Saison einzufahren.